Oh, Schatzi, die erste richtig Milchportion. Ja, jetzt haben wir eine Mama nur für uns. Erstmal merkst du aber für die Tiere ab, ne? Für die Katzen ein bisschen. Ja, für die Bonnie, weil die Bonnie hat geboren, fehlen wir. Und die muss man Milch geben. Sehr schön. Hier muss man aufpassen, dass hinten dir das keiner austrinkt. Man muss aufpassen, dass keine schwarzen Stücke reinfallen in die Milch. Hey, aber guck dir mal den Euter an, wie viel Milch da drin ist. Voll. Schoko, wie heißt das? Schokostückchen, ne? Sehr schön. Aber ich kann auch jetzt melken. Soll ich mal melken? Ja, kannst du gleich melken. Willst du melken? Ja, dabei. Und hast du saubere Hände? Ja. Okay, komm. Dann filme ich dich. Paramelka Christian will dich melken. Dabei. Hier. So. Pass auf, alles sauber. Nichts. Trockene Hände, alles sauber. Aber lecker, ne? Erster Quark. Ja, lecker. Quark und machst du uns Käse auch? Quark und noch Käse, noch zu wenig Milch, aber für. Wie viel braucht man? Da braucht man zwei Ziegen mindestens. Ne, ich meine für eine Portion Quark, wie viel? Ungefähr Liter. Quark? Ja. Oder nicht Quark. Käse. Da, zwei Liter, drei. Drei Liter frische Milch. Frische Milch. Ja. Damit nicht sparen, ne? Damit man. Sammeln sozusagen. Ja, schlecht. Im Kühlschrank, aber ich habe im Kühlschrank keinen Platz. Deswegen machen wir so, erst Quark. Aber Quark mit Honig ist lecker. Doch lecker. Sehr lecker. Erstmal das und später, wenn wir noch eine Ziege haben, dann Käse. Hier ist das auch angenehmer, ne? Mit diesem Euter da, zweimal pro Tag melken wir jetzt. Morgens 1,5 Liter, abends 1,5 Liter. Das ist zu kleine Döschen, zu kleines. Ja, man kann es ein bisschen schlecht festhalten. Unbequem, ne? Ja, muss ich andere Döschen nehmen. Aber dann hast du wieder viel zu sauber zu machen. Nein, das schon. Man muss ein bisschen stressresistenter werden. Stressresistenter. Man muss sich nicht so lieben. Ja, guck dir mal die Ziegen an, die sind stressresistent, die haben keinen Stress. No. Sie haben nur Stress, wenn es irgendwo Futter gibt. Du melkst die kaut da ordentlich. Die essen da noch Reste Korn. Ein bisschen Korn. Die Glucke ist aufgestanden zu essen, da habe ich, aber die sieht man jetzt nicht. Schatz, pass hier auf, ohne mich. Ich zeig mal kurz die Glucke, ob die da ist. Ah, nee, die läuft hier im frischen Gras. Aber das ist so eine komische Glucke. Jeden Tag ein Ei ist gequetscht. Jeden Tag ein gequetschtes Ei schmeiße ich weg und schmeiße ich raus. Und die Federchen sind alle beklebt mit Eiern. Klebt an der Haut. Ich glaube, die schafft kein einziges Kind. Ui, und dieser Apfel, dieser Arme. Nein, das ist eine Glucke, lass die in Ruhe. Diese Hähne, zu viele. Dieser arme Apfelbaum, so schon alt, so kaputt und trotzdem hat Blumen. Trotzdem will leben. Wie alles will leben. Alles will leben. Und jeder Mensch will leben und jeder Baum will leben. Lass sie in Ruhe essen jetzt. Na, guck dir das an. Lass sie, habe ich gesagt, das ist eine Mama. Guck mal, was für ein Schwein selber frisst und die musste weggehen.
Was für ein selbstsüchtiger Mann. Oh, die Arme ist baden gegangen. Bade du erstmal und dann kannst du was schnell essen, wenn er dich nicht sieht. Ah, Wasser haben die nicht. Null Wasser. Schatzi, melk langsam. Ich hole noch Wasser für die Hühner. Ich habe hier nur ein Problem. Das Ding ist voll. Hier liegt ein Ei. Das ist bestimmt von der Glucke, was an ihr geklebt hat. Hör mal, das Ding ist schon voll. Ja, stell mal oben. Ich komme jetzt. Ich komme. Warte, Schatzi, halte mal. Ich komme. Ich hole nur Wasser. Schatzi, warte, ich komme. Da ist bestimmt noch viel, viel Schaum. Ich komme. Ich muss nur Wasser geben für die Hühnerchen, weil die Glucke ist aufgestanden, die hat Durst. Die hat sehr, sehr viel Durst. Oh, jetzt lässt er die essen zum Glück. Arme, ihr Arme, alle Durst gehabt. Und die Natalia hat euch Wasser nicht gegeben. Was für schlechte, schlechte Person. Bitte, 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 bitte trinken. Oh, welche Durst haben die Hühnerchen. Entschuldigt, meine Lieben, entschuldigt, entschuldigt. Wasser kommt so spät. Man muss überall aufpassen, dass überall Wasser ist, überall ist Futter. Weil das sind Tierchen, die können sich selber nicht Wasser holen. Schatzi, ich komme sofort. Ich habe hier schon Latte Macchiato. Ah, aber bitte nicht mit Schoko. Nee, nee. Schoko Crisp. Keine Schoko Crisps. Aber das ist immer so toll, dieser Milchschaum. Ne? Latte Macchiato, Cappuccino. So, jetzt stehen wir auf, Schatzi. Jetzt mache ich das zu Ende, okay. Damit da nichts ist. Du kannst das Video noch beenden. Oh, da kommen schon die Schokostücke, pass auf. Echt? Mhm. Komm gerade. Mhm. Oh, du hast so lieb gemolken und hast mir Arbeit entnommen. Oh ja, tatsächlich kommen schon. Ja. Oh, nein, da muss man aufpassen, dass man das nicht da schön... Zum Glück, die Milch kommt aus dem anderen Behälter. Behälter. Mhm. Aber wir haben jetzt eine Melkmaschine bestellt, ne? Ui, das ist aber erst, wenn wir viele Ziegen haben. Wenn die erstmal kommt. Die muss ja erstmal kommen. Ja, ich muss sagen, ich bin dir sehr dankbar, weil letztes Jahr, ich habe schon geweint, bei 10 Ziegen zu melken ohne... Alles mit einer Hand, weil ich kann leider nur mit rechten Hand. Und ich kann nicht mit linker Hand melken. Ja, aber jetzt muss die Melkmaschine erstmal ankommen. Die haben sie nämlich jetzt ins andere... Ja, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich sie bedienen kann. Ach, das ist ganz einfach. Ja, wie geht das? Das ist einfach, man schaltet die an, ne, dann geht der Motor los. Und das ist wie ein Staubsauger, den du eigentlich auf die Zitze drauf zippt und die saugt sich fest und dann saugt die Milch raus. Ja, und was ist, wenn das Zitzchen zu klein ist? Nee, das ist nicht zu klein, das passt da rein. Das saugt ja auch sich fest. Ja? Oh, ja. Und dann pumpt das immer. Pump, 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 pump. Das ist natürlich schön, wo du in Deutschland warst und ich alleine ganze Arbeit plus 10 Ziegenmelken, nur alles mit rechter Hand. Ja, das ist nichts. Das Blöde ist, dass die Firma hat die Melkmaschine an die falsche Adresse geschickt. Echt? Also, ja, wir haben hier so eine Post im Nachbardorf, aber es gibt mehrere solcher Dörfer mit dem gleichen Namen. Und jetzt, was machen wir jetzt? Tja, jetzt versuche ich die ganze Zeit zu erreichen, aber geht keiner dran. Danke für die Milch, keine Süße. Jetzt musst du was essen. So, Leute, wir machen mal weiter. Wir binden die jetzt auf der Wiese an. Und ich wünsche allen einen schönen Tag. Friedlichen, schönen Tag. Ja, das wünsche ich euch auch. Wo? Da im Dreck. Musst du mal zeigen. Nein, gleich habe ich Brot. Geh mal weg. Wir wollten uns gerade verabschieden, dann haben wir jetzt hier... Ach! Ja, super. Hier in meiner Abstellkammer.
3 Eier. Und ganz einfach raus. Und haut einfach ab. Hat ihre Arbeit. Ist ja nicht so, dass ihr irgendwie 10 Nester habt. Okay, Leute, also, bis nachher. Zeig doch mal die Milch. Die Milch? Die Milch ist hier. Damit die Leute haben das schöne Endbild. Das schöne Endbild ist die Milch. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao, Freunde.